Moin Moin Leute, ich bin Lilkops Brain oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Super Mario RPG. Wir sind das letzte Mal genau hier stehen geblieben. Literally. Genau an diesem Ort hier. Und wo ist meine Brille eigentlich? Wisst ihr, ich frage mich gerade schon die ganze Zeit, irgendwas ist doch komisch. Ah, ich habe auch eine neue Haarfarbe. Ach, lol, gar nicht gesehen. Freunde, wir sind hier stehen geblieben und ich muss zugeben, wir sind tatsächlich jetzt an einem Punkt, wo ich zugeben muss, ich habe Angst vor dem Spiel. Ich habe literally Angst vor dem Spiel. Wir können den Froschsaft jetzt nochmal einsetzen, damit wir alle voll sind. AKA Bowser nicht wirklich. Wir haben nicht wirklich mehr Blumenpunkte. Sehr, sehr nice. Wir haben nicht wirklich irgendwelche Items. Wir haben uns nicht gut vorbereitet, möchte ich sagen. Und haben hier eine Menge Gegner vor uns, die sehr schwer sind. Ich fühle mich hier nicht so sicher, möchte ich damit zum Ausdruck bringen. Und das Ding ist, eigentlich müssen wir kämpfen, damit wir einfach 8 Schaden machen. Sieht man, dass ich ein paar Tage nicht gespielt habe? Terror! Steuerkreuz rotieren. Habe ich das richtig gemacht? Okay, der bringt 2 Erfahrungspunkte. Vielleicht ist das hier ja auch so ein Ort, wo man gar nicht so unbedingt gegen die Gegner gehen sollte, sondern... Das ist doch hier ein Gebait. Wahrscheinlich muss man von oben drauf springen, damit der einen dann hochkatapultiert. Wahrscheinlich das. Ja, wäre ich mal richtig gesprungen, nicht wahr? Ich hoffe nicht, dass wir hier jetzt irgendwie noch... Oh Gott, nein! Ich muss kämpfen, aber ich will nicht kämpfen, weil ich Angst habe vor euch. Oh. Ballnutz. 2 Schaden! Ach so! Null Schaden. Cool. Erholung. Ja, der heilt um 78, klaro. Also, Terror, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Rotieren richtig mache. Weil ich bezweifle es irgendwie. Und ich krieg, ohne Witz, mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, wo ich kein Timing mehr hinkriege. Kein einziges. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber ich bin komplett lost. Das habe ich ja sowieso irgendwie nur einmal geschafft. Es ist alles nicht so das Wahre. Die Froschmünze nehmen wir sehr gerne mit. Ohne Wenn und Aber. Und ich würde natürlich gerne wissen, was da oben in diesem Fragezeichenblock ist. Also, hoffe ich, Freunde, ich werde jetzt hier meine Macht einsetzen. Und zwar die hier. Genau deswegen. Genau deswegen. Weil die ganze Zeit jetzt hier hoch und runter zu laufen... Wir haben Stampfer gefunden. Aua. Das war jetzt aber nicht so nett. Was macht Stampfer? Gucken wir mal. Weil stellt euch vor, das wäre jetzt einfach eine Waffe für irgendwen. Das ist eine Waffe für Mario. Okay. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir das da eingesammelt haben. Thank goodness. In Gottes Namen. Hier gibt es ja auch nichts, ne? Weil gegen die Gegner da unten möchte ich nicht unbedingt kämpfen. Wenn nicht nötig. Von ihr seht, ich habe wirklich Angst vor den Gegnern hier, oder? Weil falls ihr es nicht seht, ich sage euch das im Vertrauen. Ich habe Angst. Weil die Gegner sind so die ersten Gegner, die uns echt starke Probleme machen. Beziehungsweise einfach unfassbar viel aushalten. Was sonst noch nicht so krass immer vorgekommen ist. Was war das? Schau mal beim Booster Pass nach. Beim Booster Pass.
Okay. Ah! Was? Was ist das denn für ein... Wie cool! Gibt's das nur in dem Raum dann hier? Das war absolut cool. Ich bin ein bisschen fasziniert. Guck mal, an den kann man einfach vorbeihüpfen. Und dann weiterhin keine Erfahrungspunkte mitnehmen. Haha! Der Bossfight wird grausam, Freunde. Das verspreche ich euch. Aber wir können wenigstens endlich mal wieder normal speichern. Weil da wollte ich die ganze Zeit hin, dass wir mal wieder normal speichern können. Damit diese ganze Story-Fortschritte nicht verloren gehen. Okay, was steht hier? Betrachtete Booster-Vorfahren vom Ältesten zum Jüngsten. Warte, betrachte Boosters Vorfahren vom Ältesten zum Jüngsten. Das war schon mal falsch. Und immer wenn man was falsch macht, muss man es nochmal komplett neu machen. Wir hätten erst den Links töten sollen, weil der Rechts kann sich ja erholen lassen. Oh, er ist tot. Ich finde es auch ehrlich gesagt immer noch ein bisschen frech, dass wenn man speichert, sich die Lebenspunkte nicht erhöhen. Also dass man da nicht wieder volle Lebenspunkte hat. Finde ich wirklich ein bisschen gemein. Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe wirklich keinen Dunst. Das Ding ist, wenn ich jetzt, ich bin jetzt ja super schlau, ich möchte jetzt ja nicht nochmal den ganzen Weg nach unten laufen, Freunde, ne? Guck mal, ich bin ehrlich mit euch. Aber wenn ich mir jetzt meinen alten Part angucke, das bin ich. Und begrüße gerade dich zu einem. Ist okay. Danke sehr. Und wir jetzt, wir sind ja hier reingelaufen. Und ich mir dann jetzt angucke, wie da die Porträts waren. Oh, da bin ich schon dran vorbei. Wo war das denn? Hallo? Da besiege ich ihn? Ja, da sind wir oben. Alright. Also, vom Ältesten zum Jüngsten, richtig? Das heißt, der Jüngste ist der gerade ganz rechts. Ei, Karamba. Das wird ein Spaß, Freunde, das sage ich euch. Kann ich hier irgendwie alle Bilder auf einem Screen sehen? Also, der Älteste, vom Ältesten zum Jüngsten wurde gesagt, korrekt? Der Älteste ist... Willst du mich verarschen? Ob du mich verarschen möchtest, frage ich dich. Der Älteste ist doch der Erste. Oh, bin ich doof. Null Schaden. Ach doch, so viel. Das ist aber nett. Komm, wieder auf Mellow, oder? Oh, nicht auf Mellow. Gibt's ja gar nicht. Der Älteste muss ja der Erste sein. Oh, bin ich doof. Ich möchte nicht drüber reden, Freunde. Heute bin ich einfach mit dem falschen Kopf aufgewacht. Das hat gezimmert. Okay, das habe ich übrigens auch in den letzten Part geschrieben. Der Klebeball ist dafür da, dass man keine Spezialangriffe machen kann. Das sieht man oben links. Oben links hat man dann so einen Klebemund, so ein Klebedings auf dem Mund. Also, wir speichern nochmal einmal vorher. So. Soweit ich das sehe, ist der Erste der am ehesten aussieht wie Mario so ein bisschen. Glaube ich. Passt mal auf. Der Erste müsste demnach er sein. Das ist korrekt. Der Zweite ist er. Der Dritte ist er. Der Vierte ist er. Der Fünfte ist er. Und der Sechste ist er. Und da schmeißt er uns auch schon den Schlüssel zu. Nice! Weißer Schlüssel gefunden. Weißer Schlüssel, aha. Was haben wir denn hier? Sie starren sich gegenseitig an. Mein Freund, Mario, sie ist schüchtern. Schau bitte weg, okay? Was macht er? Du kannst dich wieder umdrehen.
Sie sagt, sie sei hier angekettet, seit sie Booster probiert hat. Darum will sie uns helfen, den Probleme zu bereiten. Heißt das, Bowser hat jetzt eine Waffe? Big shit. Anscheinend. Waffe. Haben wir noch Rüstung über oder Zubehör? Nee. Holy shit, schleuder mich auf einen Gegner. Hell yeah. Er hat ja sowieso schon viel Schaden gemacht und ich glaube, jetzt macht er noch viel mehr. Oh boy. Es lohnt sich in Super Mario RPG wirklich. Also klar, es lohnt sich natürlich auch eigentlich zu leveln die ganze Zeit. Es lohnt sich aber wirklich, sich viel umzugucken. Weil wenn man die ganze Zeit sich umguckt, dann findet man so viel Zeug, was einem das Leben einfach einfacher macht. Weil einfach, einfach, einfach ist. Simio. Was, Simio? Ey, ein Pilz. Wow! Let's go! Ich bin nochmal runtergefallen, sorry. Whee! Könnte ich jetzt nicht theoretisch auch da in die Mitte fallen? Und wäre dann... Also wenn ich jetzt wieder auf die Wippe... Ah ne, man fällt, glaube ich, immer wieder an den gleichen Punkt. Weil stellt euch vor, ich falle von da oben auf die Wippe. Dann müsste der mich eigentlich viel weiter nach oben schmeißen. Okay. Da war noch ein Geheimgang. Froschmünze gefunden. Okay, natürlich will man hier jetzt die Froschmünzen einsammeln. Ja, wer hätte es erwartet? Die Froschmünzen sind fake. Ich wette, eine Froschmünze ist kein Fake. Wir sollten wirklich Mello mal ein bisschen Leben geben. Das war so grundlegend schlecht. HP-Regen. Jawohl. Sollten wir definitiv mitmachen. Mampfer. Okay. Warum missen wir so viel bei den Gegnern? Das gefällt mir nicht. Das muss doch nicht sein, oder? Junge! Triff doch! Also wenn der Donnerschlag nicht trifft, dann trifft mich gleich der Schlag. Vielleicht trifft man die nur mit Spezialangriffen. Könnte sein. Könnte sein. Also die grüne Münze war ein Fake. Hier sind einfach super viele Fakes, mittendrin versteckt. Ugh. Wir werden es auf jeden Fall jetzt immer mit dem Donner ausprobieren. Megasauger. Oh oh. Oh oh. Normaler Angriff erstmal. Auch der hat gezimmert. Sehr gut. Lucky. Jawohl. Dann versuchen wir es hier auch mit einem normalen Angriff. Jawohl. 69 Schaden auch noch. Ah, was habe ich getan? Wo ist Yoshi? In... Ah, Gottes Willen. Da. Gleich? Richtig? Falsch? Ich habe so schnell geklickt, ich habe gar nicht gelesen, was da stand. Mann, wie viele Gegner sind denn hier? Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, die Gegner sind einfach random auf dem Boden versteckt, noch nicht mal in den Münzen. Scheiße. Okay, nochmal angreifen. Ich weiß nicht, warum ich damit das Timing nicht mehr hinkriege. Es ist absolut grausam. Oder verstecken die sich hinter den Münzen? Hier sind einfach random irgendwo die Dinger versteckt. Die Froschmünzen sollten wir dann auf jeden Fall einsammeln. Definitiv. Ich kann das Timing davon nicht mehr. Ich kann euch nicht sagen, warum. Junge! Ich werd verrückt hier. Und dass die immer den First Angriff haben, finde ich auch sehr, sehr frech. Wir sollten auch, glaube ich, mal langsam auf unser Leben achten, weil ich glaube, wir haben nicht mehr so viel. I don't think we have that much left. Ja, er ist sowieso tot. Er hat immer wenig Leben gehabt. Dem hat aber ganz schön einen reingezimmert. Ditt, 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 ditt.
Was war das? Zoom-Shoes. Was sind bitte Zoom-Shoes? Rennstiefel. Tempo plus 10. Sprungstiefel. Was steht nochmal bei Sprungstiefel? Benutzt Sprungangriffe gegen Gegner. Ja, dann kriegt er die Rennstiefel, wa? Dann kann Bowser vielleicht öfter mal angreifen. Wäre eigentlich ganz nice. Das Ding ist, alle haben so wenig Leben, ne? Es ist komplett grausam. Ja! Oh Gott! Ach du Scheiße, wie viele denn? Ja, guck mal, ihr seht schon, dass das Tempo krass ist, weil Bowser kann instant angreifen. Terror. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das hier richtig mache. Steuerkreuz rotieren. Ich weiß nicht, wie man da rotieren muss, dass man trifft. Kein blassen Dunst. Ich würde sagen, Feuerball ist gegen Bob-Omb eigentlich ziemlich gut. Ja, hatte ich recht mit. Und nochmal der Donnerschlag, damit alle ein bisschen Schaden kriegen. Was ist das da hinten links überhaupt? Iron Maiden. Gute Band. Aber der Tod für Mellow. Heißt das, Mellow ist jetzt irgendwie so One-Hit? Timing, ey. Timing kann ich einfach gar nicht mehr. Ich wünschte, man könnte das irgendwie üben. Das war jetzt ein richtiges Timing und das hat auch ziemlich gesessen. Bowser Level Up! Level 9! Holy shit! Ja, dann geht Bowser mal auf Angriff. So, an allen vorbeigehüpft. Chuka chuka. Huhu, chuka chuka chut. Meine eigene Eisenbahn. Hä? Nein, nicht du wieder. Wie kommst du überhaupt hierher? Du bist echt erstaunlich. Wo du schon da bist, kannst du mir sicher bei etwas helfen. Meine zukünftige Braut singt, Mario, hilf mir, Mario, hilf mir. Ist das ein Ausdruck ihrer Freude? Hä? Warte kurz, vielleicht ist Mario eine Person. Was, wenn du dieser Mario wärst, über den sie redet? Willst du mir meine Braut nehmen? Nimm stattdessen besser das. Wie frech. Guck mal, ich verstecke mich einfach hier drin. Ha! Was willst du tun? Lol. Meint ihr, die gehen irgendwann hoch? War wohl nichts. Ich habe keine Bomben mehr. Irgendwann. Guck mal, wie ich da unten drin bin in dem Gemälde. Oh, wie toll. Finde ich ganz klasse. Ganz, ganz klasse. Das war ein ganz schön frecher Angriff, wenn der einen instant gecatcht hätte. Boy. Das war angsteinflößend. Nochmal speichern, das gibt's ja nicht. Ich glaube, wir kommen wirklich dem, dem Bossfight in diesem Boosterturm immer näher. Ich meine, der Boosterturm ist enorm hoch. Also es geht einfach enorm weit, wie man hier sehen kann. Oh. Ich stand einfach oben auf dem Ding drauf. Okay. Aber ich glaube, so langsam kommen wir an so einen Punkt, wo wir bald bei ihm landen werden. Ich bezweifle fast, dass wir den Bossfight schaffen werden, weil wir wirklich gar keine Items dabei haben. Und ich nicht weiß, wie wir das wirklich handeln sollen. Vielleicht ist das sogar so ein Ding, wo es jetzt gleich ziemlich rasant abgehen wird. Aber das schauen wir uns im nächsten Part an, Freunde. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und falls ihr noch nicht getan habt, schaut gerne im Brainstorm-Kanal vorbei. Dazu gab es auch ein News-Video. Könnt ihr euch auch angucken. Ging irgendwie um die 3 Minuten. Recht knapp und kurz erklärt, was mit dem Kanal hier jetzt alles so passieren wird. Wir sehen uns hoffentlich. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Brrr.